Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop. Heute wieder mit einer Live-Reaction. Mal schauen, vielleicht wird es heute sogar einen neuen Skin geben. 3, 2 und wir bekommen... Oh, okay, mega! Neuer Skin, neue Hacke und ein neuer Gleiter. Und ja, damit nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin jetzt wieder zu Hause und stelle euch natürlich trotzdem weiterhin heute den neuen Shop hier in Fortnite vor. Wir haben einen neuen Skin reinbekommen und zwar die Patronella. So schaut sie aus. Ich dachte erst, das wäre der weibliche Skin vom Patronengurt-Skin. Aber anscheinend ist es ein anderes Set. Sieht auf jeden Fall relativ ähnlich aus. Leider anscheinend ohne Backpack. Und so wie es aussieht, ist das auch derselbe Patronengurt wie von dem männlichen Skin. Ja, 1200 V-Bucks sind auch noch in Ordnung dafür. Dann haben wir die Machete drin für 500 V-Bucks. Schaut ziemlich cool aus. So eine Machete, die oben in einer Frucht auf einem Stab drin steckt. Mal schauen, wie sie sich anhört. Okay, ja, gefällt mir, passt auf jeden Fall zu diesem tropischen Thema. Also für 500 V-Bucks werde ich mir die Hacke auf jeden Fall jetzt mal holen. Ich glaube, das könnte eine Hacke sein, die ich sehr, sehr häufig spielen werde. Und dann haben wir noch einen neuen Gleiter drin. Der schaut ja jetzt mal extrem so aus wie der Gleiter von diesen Sanitäter-Skins. Hier ist auch mal der Skin auf der rechten Seite. Das Set hatte ja auch so einen weißen Rettungshelikopter drin. Der schaute wirklich sehr, sehr ähnlich aus wie der neue Gleiter Heli, heißt der. So schaut er aus. Ist wahrscheinlich dasselbe Modell, ein bisschen anders angemalt und dafür mit so einem riesigen Geschütz dran. Ja, finde ich in Ordnung. Leider haben sie es immer noch nicht geschafft, hier Fensterscheiben einzubauen. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, schon bei dem anderen, dass vorne einfach keine Fensterscheiben drin sind. Ich meine, das würde dem Ganzen nochmal irgendwie einen ganz anderen Look geben. Diese Kanonen schauen natürlich ziemlich cool aus. Ansonsten ist es ein relativ ähnlicher Gleiter, halt ein bisschen anders angemalt. 1200 V-Bucks, das ist mir persönlich jetzt eher noch ein bisschen zu viel, aber das muss dann einfach jeder selbst entscheiden. Genau, das sind auf jeden Fall die heutigen neuen Items. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, dafür, dass ich hier jede Nacht aufstehe und euch den neuen Fortnite-Shop zeige, könnt ihr einfach gerne Snoxy als Creator-Code benutzen. Wäre mir natürlich eine Ehre, wenn ihr dort Snoxy eintragt. Unter allen Leuten, die das machen, die also hier Snoxy reinschreiben, unter denen verlose ich auch immer coole Sachen, wie zum Beispiel gestern die neuen Skins. Die Auflösung von dem Gewinnspiel findet ihr übrigens auf Instagram in meiner Story. Da habe ich das gestern aufgelöst. Und ja, dann würde ich sagen, war es schon jetzt auf jeden Fall zur linken Seite des heutigen Shops. Kommen wir damit zur rechten Seite. Dort haben wir erstmal die Feldsanitäterin drin. Hat mir persönlich leider nicht so gut gefallen, der Skin. Auch der Backpack hat mich jetzt hier nicht vom Stuhl gehauen. Dann haben wir noch den Handzeichen-Emote drin für 500 V-Bucks. Macht so ein paar kleine Handzeichen. Was ich an dem Emote nice finde, ist auf jeden Fall der Loser-Dance am Ende noch. Hier dieser... Der ist ganz witzig gemacht. Ansonsten, ich finde, das ist eher so ein 200 V-Bucks Emote. Dann haben wir noch den Armadillo drin. Ein recht preiswerter Skin, also für das Design auf jeden Fall ein guter Preis. Und dann haben wir in der nächsten Reihe noch die Kuppelhacke. Irgendwie gar nicht meins. Also habe ich mir geholt, aber danach nie wieder gespielt. Würde ich also jetzt eher nicht empfehlen. Und dann haben wir noch den Knieklatscher drin. Für 500 V-Bucks. Dann im letzten Slot haben wir den Warthog. Habe ich mir nicht geholt. Ich weiß nicht, ich finde ihn irgendwie nicht hübsch. Es ist halt wieder so ein Militär-Kamo-Gleiter. Ist jetzt nicht mein Geschmack, also von daher habe ich mir den jetzt nicht geholt. Jo, dann würde ich sagen, was ist schon zum heutigen Fortnite Shop? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die neuen Items hier findet. Und falls euch das Video hier gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu hier auf meinem Kanal seid, dann solltet ihr jetzt noch unbedingt schnell abonnieren, um hier keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen entspannten Tag. Wir hören uns dann morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Tschüss!